Willkommen zurück zu Mario und Luigi, Superstar Saga. Wir sind an Bord des Koopa Jets, Bowsers krassem Luftschiff, um das Bohnenland zu erreichen, denn Prinzessin Peachs Stimme wurde gestohlen und der Schurke stammt aus dem Bohnenland. Tja, dann wollen wir mal weitersehen. So, dieser Block betätigt den Kran. Bin schon sehr gespannt. Alles läuft automatisch für diese Fässer da. Arme Luigi. Immer der kleine, tollpatschige Bruder, aber er stand einfach ungünstig. Oh, der Kran hat statt der Ladung das Grünkäppchen erwischt. Na, da kann er sich ja gleich im Ausguck nützlich machen. Wie meinen? Da hätten wir den knuffigen Bowser und... er hängt da. Eure Ranzigkeit! In Kürze überfliegen wir die Grenze des Pilzkönigreichs zum Königreich Bohnenland! Ha, verstanden! Abtreten! Geil. Wunderschön, liebevoll animiert. Ha, was ist denn da oben los? What the? Wir werden angegriffen. Oh, was ist das? Frage ich mich allerdings auch. Ah, der Bösewicht. Um es mit mir, Lockmiller, aufzunehmen, fehlen dir mindestens 100 Millionen Jahre Übung. Du bist die Diebin, die der Prinzessin die Stimme gestohlen hat. Beneidenswert böser Plan. Genau. Ich muss jetzt im Bohnenland neue Schandtaten vorbereiten. Deshalb habe ich keine Zeit, mich mit euch aufzuhalten. Krankfried, erledige das! Oh, hier geblieben! Ich bin Krankfried, der Lieblingsschüler von Luke Miller Illa. Ihr habt wohl zu viel Zeit, dass ihr wegen Egen so einer Stimme immer so einen Aufstand anmacht. Dabei kommt und ist doch noch viel Bestesser. Aber ihr seid in diesem Spiel nicht vorgesehen. Doch, das Spiel heißt Mario und Luigi Superstar Saga. Bowser! Das ist nicht Abenteuer Bowser, nein. Und jetzt ätzt euch! What the? Okay, cool. Den machen wir platt. Wir können ja schon ein bisschen was mit der Betonung auf ein bisschen, aber ist okay. Dann wollen wir mal. Ich habe auch die Tasten umgestellt, damit es besser im Kampf funktioniert. Da, what the? Damit kriegst du mich nicht, hoffe ich. Ach, ihr! Warten. Er schleicht sich weg. Nee, er schleicht sich zu uns. Ihr könnt diesem Kerl ausweichen. Ja, und wie? Achtet genau darauf, was der Kerl vor dem Angriff sagt. Was tuschelt ihr da? Wenn der Kerl gut redet, hat der Mario im Visier. Ich hab schon gedrückt, ich dachte schon, das ist jetzt... Okay. Jedes Monster zeigt im Kampf andere Schwächen. Also studiert eure Gegner. Alles klar. Halb so wild, nicht der Rede wert. Alles bestens, Freunde der Nacht. Na, warte! Alles cool. Keine Panik, keine Panik, keine Panik! Aber ja, das wird bei verschiedenen Gegnern noch wichtig werden. Deswegen hat er schon recht. Auch bei Paper Jam Brothers gab es so viele verschiedene Angriffsmuster unserer Gegner, dass ich nicht alle sofort durchschauen konnte. Oh, hoppla! Okay, machen wir dich am Bodenblatt jetzt. Oh, kannst du es erleben. Attacke! What the? Sehr schön. Ich wusste ja nicht genau, was für eine Geschwindigkeit er das macht. Aber bislang kann ich mich bei diesem Kampf nicht beschweren. Er hat keine Chance, Mann. Ups. Er hat keine Chance, Alter. Wie lange hält er denn durch? Spring einfach mit beiden in der Situation. Hier geht's ja wohl noch. Hoppla! Ich hatte mir schon gedacht, dass sowas bei Fuß! Dein komischer Helm bringt dir jetzt auch nichts, hoffe ich, ja. Genug geredet. Es geht doch auch einfach. Ach, Feuer frei! What the? Das schöne Koopa Jet! Oh man, hier geht's drunter und drüber. Komm, schaffst du noch? Wir sind doch so gut wie da gewesen. Wir sind eigentlich schon über die Grenze geflogen, oder?
Sergeant, eine Explosion! Sofort überprüfen. General, suspekte Objekte entdeckt. Schnell, zur Absturzstelle. Alarm, Alarm! An der bohnenländischen Grenze? Achso, ich dachte, jetzt kommt Text. Passierte Folgendes. Stürzten heute zwei Klempner vom Himmel. Denn so kann man das auch stehen lassen. Aber was ist das hier denn für eine Gegend, sag mal? In Sonic Boom gab es irgendwie einen Ort, der ähnlich aussah von den Farben und der Atmosphäre. Hoffentlich kein Rückschluss für Superstar Saga. Okay, ihr zwei beiden, hier können wir speichern. Das ist doch was, das ist doch was. Und trotz des harten Kampfes haben wir wohl leider kein Level-Up bekommen. Sternschnuppenfeld. Absturzstelle. Aha, müssen wir uns also noch durchschlagen bis zu dem Kollegen, ja. Ganz kurz, ach, hier ist nichts weiter. Na dann, was hat der Ärmste hier? Der war bestimmt auch an Bord. Der Cooper-Jet zerstört. Dabei war er doch längst noch nicht abbezahlt. Ahem. Findet Bowser und rettet ihn. König Bowser ist auf der anderen Seite der Grenze abgestürzt. Na denn. Hier ist eine Burg. Was zum Teufel, da ist Retro. Oh, was für eine seltene Ehre. Das sind doch Mario und Luigi. Freut uns wirklich, euch wiederzusehen. Seid ihr beiden auf einer Reise? Ihr wollt vorbei, aber ihr wisst bestimmt, dass hier die Grenze des Pilzkönigreichs ist. Wir können euch hier nicht passieren lassen, bevor ihr uns nicht Sprünge zeigt, die eurem Ruhm entsprechen. Wie wäre es mit einem kleinen Grenzsprung? Ja, warten bitte. Die Regeln sind einfach. Springt, damit ihr die Grenzlinie nicht berührt. Ihr springt so lange, bis die Fahne im Hintergrund die Spitze des Mastes erreicht. Wenn einer von euch dreimal das Seil berührt, habt ihr leider verloren. Bevor es ernst wird, üben wir erstmal. Okay. Gut, Mario, mit A springst du. Sehr schön. Jetzt du, Luigi, spring mit B. Sehr, sehr gut. Jetzt, Mario, spring über das Seil. Hüpsa. Hüpsa, yeah. Wirklich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt springt Luigi über das Seil. Gerne doch. Jo. Wirklich, das macht ihr echt geil. Und jetzt Mario, Luigi versucht das zu zweit. Damit habe ich eben schon gerechnet. Wer darf anfangen? Okay. Au, oh, man. Beiden springen ist jetzt ein bisschen blöd gewesen. Ich wusste nicht genau, wo es anfangen und das hat mich verwirrt, aber ging alles glatt. Wirklich sehr gut. Jetzt wird's ernst. Wie war's mit einem kleinen Grenzsprung? Ja, okay, probieren wir es halt mal. Das wäre hervorragend funktioniert. Eieiei. Ai, Karama, ich bin so ein Honk. Wie lange wollt ihr das Spielchen hier abziehen? Ui, ihr habt das schön langsam gemacht. Deppe. Ey, was zum? Na gut. Ah, ich wollte gerade sagen, noch im Rahmen des Erlaubten. Jetzt kriege ich aber die Krise. Ich stelle mir mal ganz kurz die Tasten wieder um. Es gibt's doch nicht. Fragt nicht, fragt nicht. So, leider verloren noch einmal. Na klaro. Jetzt dürfte es kein Problem mehr darstellen, weil die Tasten, ja, ist egal. Ich habe sie halt verkehrt herum gedacht und musste irgendwie doppelt denken gerade. Und ja, machen sie schon langsam, die Säcke. Ja, aber so trickst man die Leute damit aus. Ist ja völlig legitim. Das ist... Immer der arme Luigi. Das gibt's doch nicht. Gar nicht mal so übel, ey. Übel, übel, sprach der Dübel. Aber so lernt man das richtig, das gesamte Abenteuer irgendwie zu lernen. Damit umzugehen. Ach, jetzt leck mich doch in der Kniescheibe. Dass ich nur noch einen Versuch habe, macht es nicht unbedingt einfacher. Gehen Sie wieder zurück? Ah, das war's. Danke. Fantastisch, das waren wirklich unglaubliche Sprünge. Bravo. Ja, da geht mehr. Hätte man perfekter hinkriegen können mit ein bisschen mehr Übung.
Aber wir sind ja immer in ersten, zweiten Part. Muss man das öfter machen? An jeder Grenze irgendwie? In jeder neuen Welt? Ab hier seid ihr im Bohnenland. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr das sagt. So, das war die Grenze. Moment doch! Ja. Ihr seid die Ersten, die es geschafft haben, unsere Grenze zu überqueren. Nehmt das hier als Andenken. Karte von Bohnenland erhalten. Ja, geil. Mit einer Landkarte fühlt man sich in der Fremde gleich sicherer, oder? Öffnet das Menü mit Select, um die Karte anzusehen. Wir gucken doch gerade mal. Karte hier. Ja, schön. Namen an aus. Sternstummenfeld. Ach, da bin ich ja noch. So, sieht sehr interessant aus. Was ist da unten für eine Uhr, oder? Sehr merkwürdig. Wir werden es alles erkunden. So ist es, so ist es. Würde mich wundern, wenn nicht. Hier geht's weiter. Dann bin ich mal gespannt, was die Röhre bringt. Ach, die teleportiert uns immer. Das ist gut. Wieder was gelernt. Seht ihr, ich kann mich gar nichts mehr erinnern. Eigentlich ist es blind, aber okay. Aktuelle Sternschnuppe. Schwere Versäumnisse der Sternfeldverwaltung. Stachelschnuppen zur Grenzsicherung scheinbar leicht zu überqueren. Danach drückt man im Laufen erst A und danach B, um die Grenzanlage springend zu überwinden. Umgehende Maßnahmen zur Grenzsicherung erforderlich. Ah ja, die wollen, dass ich das hier mache. Aha. Muss man erstmal können. Wenn man zum ersten Mal Mario und Luigi spielt, dann muss man das auch erstmal irgendwie gebacken kriegen. Ist ja... Ja. Aber man lernt's. Ist alles okay. Und eine Paper Jam hat man ja 3 von der Sorte sogar. Konnten aber auch auf Tastendruck gleichzeitig springen mit allen. Hier müssen wir ein bisschen umdenken von der isometrischen 3D-Ansicht. Ja. Also, es gibt anderes. Sind das Gegner? Na, dann sollten wir die besiegen, oder? Ach, guck mal, ich habe noch mehr Fähigkeiten. Da stand eben Back. Ich kurz. Bams. Okay, das ist ja... Ach, Run. Flüchten quasi. Items. Jetzt nicht zwingend erforderlich, würde ich sagen. Oh, tschüss, Mann! Ja, RPGs. Nehmt alle Gegner mit. Wenn nicht, seid ihr irgendwann unterlevelt. So ist das. Apropos, winkt wieder ein Level ab? Nein! Dann möchte ich den anderen auch noch besiegen. Komm mal her hier. Die sind nicht ohne Grund da. Und sehr leicht auszuweichen. Oder zu kontern. Den weh zu tun. Zu zerstören! Und tschüss mal. Geh baden! Noch nicht ganz. Ja, Wolski, gib Pilze. Oder ein Pilz. So, weiter im Text. Ich glaube, wir können nur hier lang. Muss ja nicht bei jeder Gelegenheit speichern. Das frisst auch ein bisschen mehr Zeit, als ich gedacht hätte. Oh, Bowser, Schätzchen, Spätzchen. Steckst du in der Kugel wie die Station, oder was ist das? Wie er guckt. Hey, Mario, endlich bist du da. Los, hol mich sofort hier raus. Sieh an, Bowser höchstpersönlich, ausgerechnet in einer Kanone und will vor Wut fast explodieren. Oh, was denkst du, wer du bist? Stella entnahm mich, mit harter Hand regiere ich hier das Sternschnuppenfeld. Viel habe ich von dir gehört, doch bist du viel kleiner, als ich dachte. Willst du etwa wieder raus, umsonst lasse ich dich nicht raus, du armer Wurm. Gib mir alle deine Münzen, dann lasse ich dich ziehen. Und niemand erfährt von diesem höchstpeinlichen Vorfall. Schande. Ist ja nicht auszuhalten. Was hat Bowser gesagt? Was? Ihr wollt mir für Bowser 114 Münzen zahlen? Warum? Alle, die ich habe? Ach komm schon. Jetzt doch sagen können, ich habe nur 21 Münzen dabei. Wenn das mal kein Pilzgeld aus dem Pilzkönigreich ist, hier in Bonat müsst ihr ausländische Devisen erstmal umtauschen. Tageskurs für 114 Pilzmünzen, genau 10 Bohnentaler. Und für läppische 10 Taler wird dieses Geheimnis nicht geheim bleiben. Also bringt mir einfach noch 100 Bohnentaler. Wie ihr an das Geld kommt, ist euer Problem. Und warum sind sie alle weiblich? Finde im Sternschnuppenfeld 100 Münzen. Du findest sie in Fragezeichenboxen oder gewinnst sie im Kampf. Überprüfe die Zahl der erhaltenen Münzen im Menü. Und hier lang ist nichts? Hey, habt ihr im Moment genau 0 Münzen? Das sind noch lange keine 100. Aha. Ja, gut. Klingt nach einem Plan. Jetzt sind wir an einer anderen Stelle? Ja. Da liegen rum oder kriegen wir im Kampf?
was machen. Ach nee, Fragezeichenblöcke. Ja gut. Dann kämpfen wir weiter. Vergiss die Münzen. Erfahrungspunkte zählen viel mehr. Und dann komme ich auch wieder rein hier. Das Kampfsystem. Das passt schon. Alles sehr einsteigerfreundlich. Selbst für Leute, die noch nie ein RPG richtig ausführlich gespielt haben. Absolut zu empfehlen. Hatte bei Paper Jam, als wir das angefangen haben zu Let's Play, so ein bisschen Bedenken, ne? Weil, naja, schon lange nicht mehr gespielt habe und so. Aber man hat sich ja sehr gut reingefunden, deswegen denke ich, dass es bei diesen Abenteuern nicht anders sein wird. Es gibt keine Möglichkeit, jetzt da hochzukommen, oder sehe ich das falsch? Im Moment weiß ich nicht, von wo oder wie. Gehen wir erstmal ein Stück weiter. Was ist das? Geht steil bergab mit der Karriere. Sind das auch die Münzen? Ich kann mit Select das überprüfen. Die 24 zählen die? Ja, was denn sonst, ne, oder? Wenn das hier Münzen sind, dann müssen die auch für hier zählen. Alles cool. Ist auch eine schöne Idee, dass man sich hier erstmal so umschauen muss. Ja, guck mal, das sind Kanonen, die geben doch bestimmt viel mehr. EP. Aha. So. Ah, Fail. Kommt vor, Freunde der Nacht. Kommt vor. So, jetzt mal ran an den Speck hier. Ist ja an für sich nicht schwer, den auszuweichen. Wir müssen die Kugel wie die auch zum Glück nicht besiegen. Wie bei Paper Mario zum Beispiel. Da zählt jeder Kugelwilli einzeln und das kann schon mal auf Keks gehen. Zumindest bei der Legende vom Mion-Tor war das ja so, oder? Hm? Ja. Meines Wissens schon. Goodbye, my lord. Oh, plus 8. Na, sieh mal einer an. Mario Level 3? Geil! So, nee, es ist ja auch so, weil ich auf Angriff gegangen bin. Hier aber jetzt bei dem Roulette. Man kann erstens mal auch sehen, ob da eine 3 dabei ist. Und man sollte auch das machen, was am niedrigsten ist. Ich gehe jetzt mal auf den Bart. Ihr wisst, der Bart hilft unter anderem bei... Also. Ja, Gegner zu beeindrucken auf irgendeine Art und Weise oder Items billiger in den Läden zu bekommen. Sowas in der Art war. Der Bart. Aber so niedrig lassen wir ihn hier eh nicht, deswegen. Immer drauf da. Das sind läppische Gegner. Ihr könnt ja mal in die Kommis schreiben, ob ihr empfehlen würdet irgendwann, dass ich Kämpfe skippe oder so. Weil hier passiert ja jetzt nichts Atemberaubendes und ich weiß nicht genau, wie das im Laufe des Abenteuers noch aussehen wird. So, Luigi hinterher. Was hat er am nächsten? Ja, gehen wir auch den Bart, oder? Warte mal, ein bisschen auf den Bart. Hoffentlich auch mit 3, das wäre schon... Nee. Aber besser als nichts. Ich glaube, da sollte man sich nicht ärgern. Wir werden schon noch öfter mal die 1 bekommen in dem Roulette. Das ist völlig normal. Das gehört genauso zum Spiel dazu, Pech zu haben, als auch mal Glück zu haben. Was steht hier? Pedalblock. Bestimme mit Hilfe von Steuerkreuz links und rechts auf dem Steuerkreuz die Richtung. Dann A, B, A, B, A, B. A, B. Ah. Gecheckt. Oh, warte. Hat das nicht gezählt eben. Zu früh gesprungen. Nach oben oder so geht das nicht, ne? Klar, Pedalblock. Okay. Ja, wie ein Fahrrad, muss man sich das vorstellen, ne? Dreht man in die Pedale. Da hoch geht's auf normale Art. Eigentlich schon, ne? Luigi! Bitte! Also. Bringt uns nur leider nichts. Okay. Weiter des Wegs. Können wir nochmal die Münzen checken? 44, da haben wir noch einiges vor. Sirup. Ja, solche BP-Attacken haben wir bisher noch gar nicht gehabt. Sternstuppen-Areal 51. Area 51, okay. Was geht ab? Komische außerirdische Tots. Die Sternschnuppen von eben sind vielleicht. Sind tatsächlich feindliche Außerirdische. Bei unserer Sternschnuppen-Ehre, wir müssen sie finden. Sternschnuppen-General, aber ein sehr verdächtiges Objekt ausgemacht. Dieses Grün ist so leuchtend, dass es in den Augen brennt.
Habe das auch überprüft, aber das ist rot, nicht grün. Sofort mit bloßem Auge überprüfen und Bericht. Ihr seid so Blindfische, ne? Vor allen Dingen, die sind selbst grün und rot, ne? See that? Ihr habt echt Probleme. Aber ich mag den Humor. Kabum! Oh, das ist doch Mario aus dem Pilzkönigreich. Besteht die Gesichtung von Luigi. Sergeant, um gegen Autogramme anfordern. So, was? Die schöne Stimme von Prinzessin Peach gestohlen? Diese Stimme muss unbedingt gerettet werden. Vielleicht können wir euch dabei ein wenig helfen. Nun weihen wir euch in die Paaraktion der Sternschnuppenbrüder ein. Mario, Luigi, jetzt gibt's ein spezielles Sondertraining zum Thema Paaraktion. Bereit für das Sondertraining? Oh. Sehr schön, die Duo-Attacken, hä? Um besonders hoch zu springen, hüpft Luigi zunächst auf Mario. Dann kann ein hoher Sprung ausgeführt werden. Ach, nicht kampfbedingt, sondern das hier. Okay. Drücke zunächst L, um den hohen Sprung auszuwählen. Alright. Der erste Sprung erfolgt dann durch Drücken von B. Drücke zum gemeinsamen Sprung noch einmal B. Damit kann man höher springen als allein. Doppelt springt besser. Erklärung wiederholen? Ich probiere es mal aus. Also Luigi, spring mit dem hohen Sprung auf dem Felsen rechts. Ja, das sollte machbar sein. Gut gemacht! Mit dem hohen Sprung schaffst du es auch höhere Stufen hinaufzuklettern. Jetzt tauscht mit Start die Position. Mario, bitte nach hinten treten. Drücke L und wähle den Wirbelsprung. Okay. Also, muss ich ja starten. Ich konnte gerade gar nichts mehr, das war alles so demonstrativ. Drücke B, um zu springen. So kann Mario auf Luigis Schultern springen. Wenn du nun erneut B drückst, wirbelt er beide zusammen für eine Weile durch die Luft. Das heißt, ich komme auf den Absprung. Also nach rechts da. Verwende das Steuerkreuz, um dich in der Luft zu bewegen. Beliebig lang? Ehrlich? Mit dem Wirbelsprung könnt ihr auch breite Täler und Gräben mit einem Sprung überqueren. Nee, passt schon. Probier's gerne aus. Also Mario, spring mit dem Wirbelsprung auf den Felsen auf der rechten Seite. Ja, Start, L, Wirbelsprung, macht Sinn. Interessant. Bravo! Die Aktion, die der hintere Bruder durch Drücken von B ausführt, nennt man Paaraktion. Drücke L, um die Aktion auszuwählen und B, um sie auszuführen. Merkt euch das gut. Das sind Aktionen, die sich nur in brüderlicher Einheit bewältigen lassen. Sondertraining Ende. Oh, cool. Nee, das habe ich verstanden. Ausnahmsweise. Dann zeigt man, was ihr im Sondertraining gelernt habt. Benutzt den hohen Sprung und den Wirbelsprung, um zu der Flagge da oben zu kommen. Mach ich glatt. Ich wollte mich hier generell umgucken, aber okay. So. Ich muss auch nach rechts drücken. Gut. Nee, ich zieh mir das gerne rein. Da geht's nicht hoch, aber hier. Nee, von dem Fass aus. Ja, geil. So, jetzt wechseln wir den Bro. Wie lange geht das? Na, nicht lange. Aber lang genug für das meiste. Ist voll in Ordnung. Ja, geil. Passt schon. Jetzt mal wechseln. I have it verstanden. Tatsächlich, Mario und Luigi, ihr seid zwei besondere Brüder. Den hohen Sprung und den Wirbelsprung beherrscht ihr nun perfekt. Mario Luigi wünscht euch viel Glück für eure Abenteuer. Stillgestanden! Na wunderbar, Bärchen. Jetzt können wir noch mehr Münzen und so abgraben, oder? Denn weiter nach rechts scheint es hier nicht zu gehen. Tja, mehr Abenteuer gibt's dann im nächsten Part. Hoffe, ihr schaltet ein und ich hoffe, das Let's Play und diese Part ist euch ein Daumen nach oben wert. Und dann bis zum nächsten Mal. Ich sag, bis dann und ciao!